Liebe Österreicherinnen und Österreicher, live freuen von Österreich. Auch in diesem Jahr 2021 möchte ich Sie wieder ganz herzlich bei unserer kleinen Online-Feier aus Anlass des österreichischen Nationalfeiertags sehr herzlich begrüßen. Ein ganzes Jahr ist ins Land gerückt und, vor einem Jahr hätten wir das kaum geglaubt, unser Leben wird immer noch stark von der Pandemie bestimmt. So müssen wir uns leider darauf beschränken, den Nationalfeiertag auch heuer wieder mit Ihnen virtuell zu begehen. Während ich zu Ihnen spreche, werden Sie einige weniger bekannte Fakten zu Österreich eingeblendet sehen. Also bleiben Sie dran. Die letzten 1,5 Jahre waren für uns alle wahrlich eine große Belastung, persönlich wie auch beruflich. Die Pandemie hat uns alle vor enorme Herausforderungen gestellt. Tausende Reisende waren letztes Jahr rund um den Globus gestrandet, was zur Durchführung der größten Rückholaktion in der Geschichte des Außenministeriums geführt hat. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dieser außergewöhnlichen Zeit haben wir unser System zur Kommunikation in Krisenzeiten mit Ihnen, den Österreicherinnen und Österreichern im Ausland, umfassend erneuert. Ich möchte Ihnen daher unsere neue Auslandsservice-App sehr ans Herz legen, die Ihnen nun auch kostenlose Registrierung als Auslandsösterreicherin und Auslandsösterreicher samt Benachrichtigungen im Krisenfall bereitstellt und, so gewünscht, auch maßgeschneiderte Informationen zu wichtigen Auslandsösterreicher-Themen wie zum Beispiel Wahlen oder Einreisebestimmungen oder kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellt. Neben der Unterstützung österreichischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist natürlich auch die unmittelbare praktische Unterstützung im Ausland engagierter österreichischer Unternehmen seit jeher ein unverzichtbarer und integraler Bestandteil der Außenpolitik. Als die Covid-Pandemie auch Wirtschaft und Tourismus vor enorme Herausforderungen stellte, war es daher auch für uns selbstverständlich, der österreichischen Wirtschaft zur Seite zu stehen. Nach 1,5 Jahren Krisenmodus ist es nun höchste Zeit, den Blick wieder nach vorne zu richten und die österreichischen Unternehmen auch beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Covid-Pandemie zu unterstützen. Mit der Anfang September lancierten Initiative Refocus Austria hat Österreich den größten globalen Business Outreach gestartet. Bis Juni 2022 werden weltweit maßgeschneiderte Veranstaltungen stattfinden, um die österreichische Exportwirtschaft zu unterstützen, nach der Covid-Pandemie wieder durchstarten zu können. Wir wollen damit ein starkes Signal aussenden, nämlich We are back in business. Aber bei allem Optimismus und Tatendrang sollten wir nicht vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist. Aus diesem Grund ist es eine österreichische Priorität, für die Sicherstellung eines universellen und gerechten Zugangs zu Covid-Impfstoffen einzutreten, um so schnellstmöglich eine hohe Durchimpfungsrate erreichen zu können. Bisher hat Österreich daher auch rund 2 Millionen Impfdosen an Drittstaaten, zum Beispiel die Ukraine, Georgien und den Iran weitergegeben. Denn unser aller Motto sollte lauten, niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind. Weiters wurde Österreich zu Beginn des Jahres von Seiten der Europäischen Union gebeten, die EU-Impfhilfe für den Westbalkan zu koordinieren. Das war nicht einfach, aber es ist uns als erster EU-Mitgliedstaat gelungen, im Mai im Rahmen des EU-Mechanismus für eine gemeinsame Nutzung des Impfstoffbestandes EU Vaccine Sharing Mechanism eine namhafte Anzahl an Impfdosen in Sarajevo und in der Folge in allen anderen Westbalkanstaaten zu übergeben. Das hat Österreich nicht nur in Südosteuropa, sondern auch in Brüssel viel positive Beachtung eingebracht. Wir haben damit bewiesen, dass Österreich gerade auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner ist. Den österreichischen Nationalfeiertag, ob virtuell oder nicht, ohne Musik zu begehen, ist für ein Musikland wie Österreich nicht vorstellbar.
Ich lade Sie daher ein, nun im Anschluss einen kleinen musikalischen Beitrag des Trios Clavis, der mit der österreichischen Nationalhymne eingeleitet wird, zu genießen. Das ganze Team von der österreichischen Botschaft wünscht Ihr alle Guten, eine flotte Nationalfeiertag, bleibt gesund.